So, Plan ist, Hochwaffen. Nimm, 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 nimm. Da und da. Und die ganzen anderen Sachen auch. Dann teleportieren wir uns wieder in die Stadt, den Kommanden. Machen uns diesmal unsichtbar und versuchen unsichtbar in dem Schloss Gloom irgendwas. Also im Schloss unter der Erde in der Grube. Dann unsichtbar den Altarfragment zu finden. Das war gar nicht in Gloomdale, das war im Tempel des Bösen. Ah, okay. Jetzt wäre ich doch fast in die falsche Richtung gesprungen. Das hätte peinlich werden können. So, du da. Fehlt nur noch plus zu allen Stats? Ne, haben wir schon. Fehlt nur noch Schutz vor Magie und Bewahrung. Was beides nur Lay kann. Apropos Lay, wie alt bist du gerade? 64. Ja, es könnte auch noch ein bisschen höher sein, aber niedriger sein, aber das kriegen wir schon hin. So, du... Bewahrung. Okay. Wir würden gerne teleportieren. Und zwar... Das hat noch 84 Tage, das hat noch 83 Tage. Wir würden gerne zurück in die Grube. So. Wo war das Ding jetzt? Also hier waren die vier Schulen. Und da unten war irgendwas. Da hatten wir noch nicht reingeguckt, wenn ich mich recht entsinne. Da war das Schloss Gloomdale, wo wir die Seelengefäße aber schon hergeholt haben. Und da schienen irgendwie Privathäuser zu sein. Also. Unsichtbar. Möglichst schnell, möglichst kein Mistbauen. So, sind wir? Sind beim Richtigen, okay. Gegner sind in der Nähe, ist alles gelb. Nicht looten, nicht zaubern, einfach nur da runter. Ja, das könnte ein Problem werden. Nämlich ganz schön nah dran. So. Oh. Hier unten ist gar kein Tempel. Auch wenn da hinten eine Kiste in der Lava steht. Hier ist nur ein Auffangbereich. Falls wir da irgendwo runterpurzeln. Ich dachte, das wäre irgendwie ein wichtiger Zugang zu dem Tempel des absolut Bösen und so Zeug. Aber, Okay, so viel dazu. Also alle Seiten einmal kurz checken. Wir fangen mit Süden an. Süden ist Gilde der Nacht. Irgendwo war hier noch die oberste Erdgilde. Und was die anderen zwei sind, habe ich keine Ahnung. Upsala. Genau, oberste Gilde der Erde ist im Osten. Süden war Schatten. Norden ist gegen Galizien. Bleibt noch Westen. Hoffentlich der Tempel des Bösen. Infernalische Verlockung. Ja, ich hätte gern Verjüngungstrank. Da wäre ich ziemlich scharf drauf. Aber nee, das kommt auch mal. Also ist hier doch nicht der Tempel. Das heißt, entweder ist der Tempel vom Schloss aus, was ich nicht wirklich glaube, oder er ist in dem nächsten Bereich. Das war doch der nächste Bereich, oder? Genau, hier waren diese für mich so Privathäuser ähnlich aussehenden Gebilde. Gucken wir die halt einmal durch. Ebenfalls ohne irgendjemanden anzugreifen. Hoffentlich. Wie lange hält der Zauber noch? Eine Stunde 51. Ja, sehr gut. Das Erhöhen der Luftmagie hat sich gelohnt. Also, Privathaus. Da ist auch kein Schild dran, also sieht nicht aus wie ein Tempel. Also ist das auch ein Privathaus? Das hier links von uns könnte ein Tempel sein. Groß genug wäre es. Halle der Mitternacht. Ach so, das ist das Bürgermeisteramt, ja? Wahrscheinlich. Aber sicher ist das nicht. Okay, wir behalten das Ding mal im Hinterkopf. War hier noch irgendwas? Im Norden, ne? Hier rum. Dadurch. Hier. Ah, sieht doch wie eine Kirche aus. Tempel der Finsternis. Wir können euch helfen. Sehr schön. Tempel der Finsternis betreten. Wir sind immer noch unsichtbar. Schauen wir uns das an.
Und wir müssen eigentlich nur rein. Den Altar abnehmen und wieder raus. Nee, es war nicht der Altar, es war eine Kiste, aber ist da ein Knopf? Aha. Ich glaube, ich töte erstmal die beiden hier. Weil sobald ich die Kiste öffne. Oder macht das Kiste öffnen doch nicht die Unsichtbarkeit weg. Ich öffne einfach mal die Kiste. Und sie macht sie nicht weg. Mein Fehler. Und wir haben das Totalstück. Jackpot. Okay, das heißt, wir könnten uns jetzt sofort zurück teleportieren, hätten die Mission erfüllt. Ich will aber erst noch ein bisschen fahrlos töten. Wo wir gerade im Allerheiligsten des Feindes sind. Und hier sind gar keine Leute in den Bänken? Nö. Können wir wenigstens ein paar Goldmünzen hier rausziehen. Ah, das ist ja richtig schön einfach. Also das wird wahrscheinlich echt durchgehend der Plan gewesen sein. Wir sollten nicht hingehen und töten, wir sollten einfach unsichtbar hier reinlaufen, die Sachen stehen und wieder raus teleportieren. So ist unsere Zauber halt ausgelegt. Ist nicht umsonst die oberste Gilde der Luft in Celeste. Mit dem Unsichtbarkeitszauber und so weiter. Das sind viele. Quatsch. So, können wir uns wenigstens mal wieder einen Stufenaufstieg leisten, ne? Können wir das wirklich brauchen? Das tut dir... Ja, können wir definitiv. Können wir das wirklich brauchen? Kommt weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Weg. Ist eine Schriftrolle im Bett? Okay. Noch mehr? Nö. Brauchen wir wirklich noch so ein Solarstrahl kann weg, den können wir selber zaubern. Hier ist nichts. Du stirbst gefälligst mal. Hier ist nichts zum Plündern. Du bist nur ein ganz normaler Vampir. Du bist schon stärker, bist aber trotzdem tot. Hat was Bumm gemacht. Okay, das sind die etwas garstigeren. Aber bei weitem nicht so garstig wie die halbnackten Frauen. Mit ihren Drachenodem und was weiß ich. Die hier haben nur Schrapnell. Was zwar auch weh tut, aber halt nicht ganz so krass wie der Drachenodem. Das tut irgendwie weh. So, was haben wir hier? Blaues Fass. Violettes Fass. Ein stinknormaler Ring und Stärke. Okay. Oh. Das tut irgendwie weh. Au. Oh, Plattenpanzer. Jautsch. Gut. Brauchen wir wirklich noch so ein Albernes? 1000 Gold haben und nicht haben. Passt schon. Irgendwo noch ein Geheimgang? Irgendwo irgendwelche Bücher in der Bücherei? Nö. Okay. Vielleicht eine Etage höher. Nö. Keine Bücher, keine Schriftrollen. Kein gar nichts. Hier scheint was Wichtiges zu sein. Sind schon mal ein paar Gegner. Aber nichts Ernstzunehmendes. So, 14.000 Gold. Oh. Das sind ein paar mehr. Ja. Ihr könnt ganz toll Schrapnell zaubern. Das tut irgendwie weh. Ja, aber auch nur irgendwie. So, also, Maus, look aus. Was haben wir hier Schönes? Brauchen wir haben... wirklich noch so ein albernes Ding? Blau. Blau. Violett. Wasserresistenz. Eine Falle. Das tut dir... Mein Fehler. Sehr schön. Das erkenne ich nicht. Nee, du sollst Brauchen das. Brauchen wir wirklich noch so ein 50, albernes Ding? 650. 30 auf Feuerresistenz, regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir jemanden hätten mit Kette, der kämpfen will. Obwohl es eigentlich für jeden Charakter ganz praktisch wäre, Trefferpunkte Brauchen zu regenerieren. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding?
Gerade für die Zauberer, die doch echt mal ab und an umkippen. Können wir das wirklich brauchen? Du glitschst so komisch. 250. Können wir das wirklich brauchen? 250. Boah. Charisma. Leer. Das tut dir. Das sieht schön aus. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 15 auf Glück, regeneriert die Zauberpunkte mit der Zeit. Das hat, glaube ich, inzwischen jeder von den dreien hier. Können wir das wirklich brauchen? Das kann verzaubert werden. Das kann weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Verzaubert werden. Kein Platz mehr. Werden. Du kommst weg. Du kommst zu ihr. Du kommst zu ihr. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So. Können wir das wirklich brauchen? Und ihr seid fast alle nichts wert. So, du heilen. Du kurz verzaubern, damit wir Zeit sparen. Da ist nichts Ordentliches geworden. Dafür habe ich keinen Platz. Und wir haben keinen Platz mehr, okay. Licht hätte ich noch ganz gerne. So. Gelb ist was. Gelb war Geschick. Grün bekommt unbedingt sie. Blau bekommst du. Grün bekommt wieder sie, damit sie nicht so schnell umkippt. Können wir das wirklich brauchen? Wird verkauft. Können wir das wirklich brauchen? Du bist verzaubert. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Du bist verzaubert. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Auf jeden Fall Geld in der Bank einzahlen. Brauchen wir wirklich noch für so ein das nächste Mal, dass wir tot umkippen. Es tut mir leid, ich können weiß wir das wirklich brauchen? Kein Platz mehr. Ja, wir haben keinen Platz. Können wir Platz das mehr. Wirklich brauchen? Wir müssen etwas loswerden. Kein Platz. Okay. Ich denke, das reicht mir schon hier drin. Ich habe nicht wirklich Motivation, das alles auseinanderzunehmen. Wir haben den Questgegenstand, wir haben einigermaßen Beute. Oh. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Oh, okay, wir können mal ganz kurz hier die Kisten plündern. Mein Fehler. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Muss man ja nicht so stehen lassen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Das tut dir. Können. Ups. Ausdauerring, den könntest du anziehen. Der kann weg. Oh, Tolanas umgekippt. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Was hast du für Ringe? Intellekt plus 12, Intellekt plus 10, Zauberpunkte plus 14, Zauberpunkte plus 5 könnte weg, Ausdauer plus 18, so. Du kannst eh noch einen Ring tragen. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du hast viel zu viele Umhänge, von denen ich weiß, was sie machen. Du hättest auch noch einen Ringslot. Reaktion plus 11 fürs Erste ist okay. So, du hast noch kein Amulett. Sollten wir Zeit noch mal ändern. Ich würde gerne helfen. Rüstungsklasse plus 25. Den solltest du vielleicht mal anziehen. Könnte hilfreich sein. So. Eine Heilung bitte. Brauchen wir es wirklich noch so ein Trefferpunkte plus 10. Wenn es ein bisschen mehr wären, würde ich das wohl glatt tragen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Plus 17. Können wir das wirklich brauchen? Aber gut, jetzt würde ich gerne hier weg. Wir sind oft genug in der Stadt gestorben. Wir sollten jetzt nicht nochmal hier sterben, nur weil ich zu gierig bin. Also würden wir gerne zurückrufen nach Celeste. So, hier gern verkaufen. Die feinsten Rüstungen. Weg. Alles weg. Ich hoffe, so. Ich konnte euch helfen. Dann jetzt alle Waffen zu... Oh. Kein Platz. Können wir das wirklich brauchen? Alle Waffen jetzt zu... Das ist das am effektivsten, uneffektiv gestalteste Inventar bisher. Was machst du? Intellekt plus 10 kann weg. Ja, das kann auch weg. So. Also mehr Waffen. Du kannst da noch hin und das war schon an Waffen. Heißt, der Rest kann aufgefüllt werden mit Umhängen.
Erhöht den Effekt der Schattenzauber und Rüstung plus 20. Ja, okay, den kannst du aber halten. Die sollten verzaubert werden. Du kannst noch weg und du bist doch gleich wieder voll. Darf ich euch helfen? Weg, 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 weg. Vielen Dank. Du zu ihr, du zu ihr, du zu ihr. Du zu ihr und dann haben wir wieder richtig gut Gold. Das ist faszinierend. Also vor dem Let's Play, als ich privat gespielt habe, habe ich meistens, wie wahrscheinlich alle anderen auch, immer neu geladen, wenn man gestorben ist. Einfach weil das schöne Gold weg ist und so und weil die Statistik versaut und bla bla bla. Aber jetzt, wo ich das nicht mache im Let's Play, merke ich, dass das gar nicht so schlimm ist. Hat man eher noch einen Ansporn dazu, loszugehen und mehr Gold zu sammeln. Die feinsten Rüstungen. Ah, muss jeder selber wissen. So, wir würden gerne alles verkaufen. 70.000 Gold. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Die beste aus hervorragend. Stufe. Hervorragend. Stufe. Und hier fehlt noch ein bisschen. Die beste Ausbildung des Landes. So, nächster Schritt Bank. Da zahlen wir einfach mal 50.000 ein. 5-0-0-0-0 einzahlen. Nächster Schritt. Zu einem der Berater des Obermagiers. Und dann können wir, glaube ich, schon mit dem vierten Obermagier sprechen. Dem da hinten in der Ecke. Nee, einmal um die Ecke und dann in der Ecke. Dem da hinten in der Ecke. Nimm der hier. Nee. Nee. Ah, hier. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Keine Sekunde habe ich an euch gezweifelt. Ihr überreicht ihr die Schlüsselhälften. Sie fügt sie wieder zusammen, indem sie mit einem Finger über die Bruchstelle fährt. Vor euren Augen wird der Schlüssel wieder eins, so gut wie neu. Endlich, ein Teil des Plans ist gelungen. Eure Hilfe war unermesslich wertvoll. Schon stehen wir in eurer Schuld und ich glaube, bevor unsere Pläne wahr werden, werden wir noch tiefer in eurer Schuld stehen. Also vertraut uns bitte noch etwas länger. Die Zukunft, die uns vorschwebt, wird euch überwältigen. Okay. Das wird er wahrscheinlich näher erläutern können. Ihr habt ihre Aufgaben erfüllt. Gut. Unser Konflikt mit den Totenbeschwörern nähert sich schnell seinem Ende. Ich habe eine gefährliche, aber notwendige Mission für euch. Die Zukunft eurer, unserer Welt hängt von eurem Erfolg ab. Also ja, man kann hier schon absehen, dass sie nicht wirklich zu dieser Welt gehören. Und diese Science-Fiction-Kompanie, die ich vorher angesprochen habe, die es auch vorher schon in allen Teilen gab, kommt jetzt immer mehr zum Vorschein. Tolberti. Unser ehemaliger Gefährte, die bisher... unsere ehemaligen Gefährten, die bisher Archibalds Berater waren, tragen jeweils einen kleinen Gegenstand, einen sogenannten Kontrollwürfel oder Kubus, bei sich. Diese müssten wir unbedingt an uns bringen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Auf keinen Fall wird auch nur einer von ihnen seinen Würfel freiwillig abgeben. Also müssten wir auf andere Wege rankommen. Ihr müsst einem von ihnen den Würfel rauben. Wir gehen davon aus, dass das bei Tolberti am einfachsten sein würde. Im Gegensatz zu den anderen verabscheut er Sicherheitsmaßnahmen und hat sich in einem Zimmer in der Grube einquartiert. Ihr müsst also noch einmal in die Grube eindringen und ihm den Würfel nehmen. Aber seid vorsichtig, er ist gut bewaffnet und ein weit stärkerer Gegner, als es den Anschein hat. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr den Würfel habt. Der Weg bis zu unserem Ziel ist nicht mehr weit und bald wird alles klarer werden. Ja, Tolberti, ich erinnere mich. Das wird wirklich ein sehr interessanter Kampf. Das heißt, es ist jetzt durchgebufft. Abermals. Vorgucken noch ganz kurz, ob wir noch ein, zwei Stufenanstiege. Ja, können wir. Okay, dann lassen wir es mit dem Durchbuffen. Die Buffs sind eh gleich weg. Weil jeder Trainingsvorgang Wochen dauert. Also hochtrainieren. Wenn das Gold reicht und wir nicht wieder was abheben müssen. Die beste Ausbildung. Hervorragend. Ja, doch, das passt. Hervorragend. Hervorragend. So. Punkte verteilen. Das ärgert mich echt ein bisschen mit dem Streitkolben. Aber na gut.
Und mir fällt gerade ein, ich soll die Punkte gar nicht verteilen, da wir ja bald eventuell Zugriff auf einen bestimmten Gegenstand bekommen. Also lassen wir es erstmal so. Jetzt buffen. Schutz gegen Magie. Du brauchst gar nichts mehr. Bewahrung. Schutz gegen alles. Wobei bei Schutz gegen alles glaube ich nicht der Drachenodem dabei ist, weil das ist Schatten. Und gegen Schatten haben wir keine Resistenz. Ähnlich eventuell mit dem Blaster. Bin ich mir mal nicht sicher. Also wir haben die Schutzzauber, wir haben die Angriffszauber, Buffs. Fehlt nur noch Stats. So. Wir sollten Heiltränke vorbereiten. Die perfekte Mischung. 90er Heiltrank. Die perfekte Mischung. 90er Heiltrank. Geschafft. 90er Heiltrank. Geschafft. 90er Heiltrank. So. Drachentöte, Stein zu Fleisch, nö. Mana-Trank werden wir nicht brauchen. Wir können einfach mit ihr diese Komplettauffüllung benutzen. Ich denke, ich werde jetzt aber trotzdem nochmal ganz kurz zum Kinkerlitzchen-Typen laufen und zum Alchemisten. Einmal, um wieder mehr Gold zu bekommen und beim Alchemisten, um zu gucken, ob vielleicht Verjüngungstrank da ist. Oder andere Sachen, die wir noch gebrauchen könnten. Ein permanenter Ausdauertrank wäre ganz schick für Talana. Erst Kinkerlitzchen. Hier. Gute Qualität und angemessener Preis. Weg, weg, weg. Es war gerade was anderes. Die wollten wir alle noch verzaubern vorher. Ich würde gerne helfen. Will er nicht. Okay. Besonderes. So könnten wir übrigens auch Gold machen. Einfach Sachen zum Einkaufspreis kaufen. Seht ihr hier, das Ding ist 450 wert. Normalerweise würde er 1800 nehmen, aber bei unserem Skill halt auch nur 450. Kommt eine Verzauberung rauf, verkaufen wir wieder und haben Plus. Dauert halt nur. Ich hoffe, ihr kommt mal wie. Du verzauber mal einen von den Ringen. Wasserresistenz plus 16. Besondere Tränke, genau das Richtige für euch. Ah, Stein zu Fleisch, nö, wollen wir nicht. Genug Zeit geschunden. Ich glaube, ich sollte jetzt echt abspeichern. Und danach versuchen wir diesen, wie heißt der gute Mann? Tolberti in seiner Wohnung zu töten. Was jetzt auf den ersten Blick recht einfach scheint, aber nee. Ja, also ich speichere kurz ab, dann sehen wir uns gleich wieder und ich springe rüber in die Grube.